Good morning in the morning. Ich bin Volk der Ente und ihr seid die Enten-Community. Und ja, wie fängt das Video wieder an? Dankeschön, Juli. Und immer wenn ich ein Video mache, dann bedanke ich mich hier gerade bei der Juli, weil die hilft ganz schön viel. So, ein bisschen Schweinefutter machen. Wir haben heute ein Thema, das betrifft mein Glück mal wieder. Irgendwie habe ich dieses Glück immer bei Heyday und deswegen mache ich da diese Regatta nicht mehr. Die Regatta, das Derby eigentlich gar nicht mehr mit. Dieses Mystery Derby. Ich bekomme da immer so richtig arschige Aufgaben. Aber jetzt habe ich hier gesehen, dass Mystery Regatta quasi hier bei Township ist gar nicht so schlimm, weil man kann auch 135 Punkte ganz normal machen. Also hier ist auch eine 135er. Da weiß man dann wenigstens, worauf man sich einlässt. Und ja, hier sind schon wieder drei Inseldinger. Ich bin ja nicht so ein Fan davon. Übrigens, löschen könnt ihr immer, wenn ihr meinen Koop zuguckt, nach ein paar Stunden. Also wenn ihr seht, dass nach ein paar Stunden immer noch hier solche Aufgaben oder sowas dran ist, dann könnt ihr sowas auch löschen. So, ich wollte Schweinefutter machen. Hab ich einen Auftrag gegeben? Ja. Genau, ich wollte euch mal zeigen, ich habe natürlich hier Mystery-Aufgaben angenommen und was habe ich bekommen? Zweimal hintereinander Zoo-Aufgabe. Ja, das eine Mal hatte ich natürlich schön vorbereitet, ne? Das war gar kein Thema. Und das zweite Mal, ja, irgendwie nicht. Das zweite Mal hatte ich irgendwie nicht vorbereitet. Tja, da macht man nichts, ne? Jetzt muss ich 2 Stunden 40 noch warten. Ich habe das gestern Morgen, ja, gestern früh habe ich die Aufgabe angenommen. Also ich durfte ganz schön lange warten. Ich werde jetzt nicht nochmal so eine Aufgabe annehmen, weil, ja, nachher habe ich Pech und ich bekomme dasselbe nochmal. Dann wollten wir auf jeden Fall gucken, eigentlich wollte ich gucken bei der Robin. Muss mal gucken, die hierbei zuletzt geholfen habe. Nö. Wo ist die Robin? Habe ich die nicht? Doch, Flöckchen. Da. Die hat nämlich sich den Drachen geholt. Ne, es gibt ja diese neue Deko. Wirklich sehr schön. Und sie hat extra irgendwo den Drachen. Alter, wie sieht es denn hier aus bei der Robin? Junge, Junge. Als sie geschrieben hat im Discord, dass sie keinen Platz hat für die Deko, habe ich gedacht, sie übertreibt, so wie die anderen auch immer. Aber nee, hier ist, das ist übel. Also die hat ja wirklich gar keinen Platz. Und irgendwie finde ich den Drachen nicht. Irgendwie hat die Robin mich veräppelt. Na gut, na gut. Dann gucken wir halt hier mal rein in den Shop. Ich würde sagen, ach, wir können uns eigentlich auch ein bisschen Deko holen. Oh, danke. Was kostet Town oder so? Und danke Britta. Wo können wir was hinstellen? Naja, Platz habe ich schon noch, aber ich wollte irgendwo, wo es dann auch stehen bleiben kann vielleicht. Gut, habe ich nicht. Hier, das Ding habe ich mir auch geholt. Eigentlich irgendwie, ich weiß nicht. Jetzt steht das rum mit diesem hässlichen grünen Müllabzeichen obendrauf. Würde ich mir nicht nochmal holen, ich weiß nicht. Ich brauche es ja auch im Moment gar nicht. Ja, jetzt habe ich es da stehen. So, wir holen uns erstmal Deko. Was holen wir? Nach der Reihe? Gehen wir nach der Reihe? Ja, komm, wir gehen nach der Reihe. Erstmal diesen komischen Wagen. So. Da ist nichts. Aminiert ist da nichts. Animiert ist da nichts. Gut. Und ja, kann man machen. Ach, das Schwein. Nee, das ist wieder so ein. Das ist auch wieder so eine große Deko. Genau wie die Kuh. Die Kuh wollte ich mir ja auch nicht holen. Nee, die finde ich immer irgendwie so nicht so cool, weil dieses Größenverhältnis überhaupt nicht mehr stimmt. Dann ist da so ein Riesenschwein oder so eine Riesenkuh. Genau, so nenne ich mein Let's Play. Riesenschwein.
ich nenne mein Let's Play Riesenschwein, genau. Jetzt wollen wir mal gucken. Das wahrscheinlich auch nicht animiert. Aber das ist wenigstens schön, ne? Also da. Oh, schade, schade. Das wäre doch cool gewesen, wenn das animiert gewesen wäre. Wenn da welche getrunken hätten. Das wäre richtig cool gewesen. Schade. Aber das finde ich super schade. Also klar, ich weiß natürlich, so animierte Dekos machen natürlich unglaublich viel Arbeit. Und ist natürlich auch krass, was die hier jedes Mal hinzaubern. Aber trotzdem, das wäre toll gewesen. Ich glaube, die ist auch nicht animiert. Oh, das ist schade. Nicht mal die Fahne oben oder so, dass die flattert. Oh. Okay. Na gut. Ja. Da, nee. Oh. Das ist echt schade. Also, habe ich echt gehofft. Jetzt kommen mal ein paar davon. Ich kann ja jetzt hier ruhig ein bisschen was wegschicken und ein bisschen machen, weil ich eh nicht mehr diese Mystery-Aufgaben annehme, weil mir das einfach zu heikel ist. Das ist mir zu heikel. Ja, also die haben wir jetzt alle geholt. Dann fehlt jetzt nur noch die. Das heißt, wir müssen diesen Monat auf jeden Fall einmal in die Goldliga kommen. Ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, wir haben diesmal sehr starke Gegner. Aber spätestens nächste Woche, denke ich, wird das klappen. Wir müssen mal reingucken. Wir sind auf dem dritten Platz. Gut, damit würden wir in die Goldliga reinrutschen, reinrasseln. Vielleicht können wir den halten. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht genau. Wir gucken mal, wie viele Punkte Unterschied da ist. Ja, also wir sind da im Moment ganz gut im Vorsprung. Machen auch alle so gemischt Aufgaben. Also hat jetzt nicht alles die gleichen Punkte. Das heißt, die machen auch jetzt nicht unbedingt maximal. Ne? Wenn die maximal machen würden, hätten die alle dieselbe Punktzahl. Nö, also ich denke, wir haben da schon eine Chance, auf jeden Fall in die Goldliga diesmal wieder reinzurutschen. Statistik, gucken wir mal, die Ute. Die Ute legt ganz schön vorwärts. Also man merkt, die legt sich diesmal richtig krass ins Zeug. Ne? 9 Aufgaben. Wow, Respekt, Ute. Karin hat 7, Stubital auch 7, Juli 6, Taubeneichen 4, ich habe erst 3. Ich bin ja, sozusagen ein bisschen, man hat es mir schwer gemacht. Die Anita mit Level 30 hat auch schon 3. Mann, ist echt gut. Minka hat 1, aber die Minka, die kommt immer von hinten raus, also die prescht dann vor, wenn es dann um die Wurst geht. Also ich denke, diesmal sind wirklich nur Leute bei, die auch komplett spielen. Das ist auf jeden Fall gut. Und denke, da kann was kommen. So, wir werden jetzt so ein bisschen Milchi einsammeln hier. Ein bisschen was Sahne machen. Irgendwie Sahne brauche ich eigentlich immer. Habe ich aber nie da. So, jetzt kann ich wahrscheinlich kein Kuhfutter einsammeln. Habe ich mir gedacht. Habe ich irgendwas, was hier jemand viel will? Ja, das ist jetzt auch nicht so viel Platz. Reicht wahrscheinlich immer noch nicht. Nö. Ah, aber ich kann Kuhfutter dreimal machen, dann kann ich die einsammeln. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen was anpflanzen. Ja. Ich habe übrigens heute mal das Ding, mit dem ich den Ton aufnehme, habe ich mir so einen Schutz gebaut. Ich bin mal gespannt, ob das heute immer noch so schallt wie sonst. Wenn ja, bin ich ein Idiot. Wenn es heute nicht so schallt wie sonst, dann ist es mega. Dann kann ich auf jeden Fall so ohne Probleme hier die Videos aufnehmen. So. Aber ich denke, es schallt trotzdem. So, ein Tag 23, dann endet das Oster-Event. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird bestimmt auch mega cool. So, und wie ihr merkt, es ist der zweite Tag von diesem Kanal und das zweite Mal kommt ein Video. Also das ist auf jeden Fall kein Nachteil, dass jetzt der neue Kanal hier ist, sondern eher ein Vorteil. Supercell hat mich so ein bisschen im Stich gelassen legt mir Steine in den Weg. Und nicht nur mir, auch den anderen. Und ich denke, für euch Townshipper ist das
ja, hätte eigentlich nichts Besseres passieren können, auch wenn es für mich wirklich, wirklich nicht so toll ist. Ne? Fange ich nochmal von neu an, aber mit euch wird das schon. Ich freue mich wie immer über Kommentare, da freue ich mich wirklich drüber. Natürlich auch über Likes und ja, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr wirklich immer eine Nachricht bekommt. Und wir sehen uns im Discord. Ich bin da im Moment extrem diesen Musikbot am Suchten. Was mache ich denn jetzt noch hier? Da, das kann ich noch machen. Den Musikbot am Suchten. Und hör mir einfach da Musik an. Im Moment habe ich nicht so Bock zu reden und so. Und dann höre ich mir viel Musik an da, ist wie Radio. Der Raum ist tatsächlich auf 99 Leute beschränkt. Also können 99 Leute mit mir zusammen Radio hören. Jo, ist auch ganz witzig. Und schreiben. Ich bin raus an der Stelle. Ich bedanke mich bei den Enten. Und ciao.